Er ist gestern friedlich eingeschlafen, bestätigt sein Sohn Jeffrey Backus. Der 48-Jährige ist selber auch Sänger und sagte der Bild weiterhin: Mein Vater war für mich ein Superheld. Er war immer für mich da. Nicht nur wegen der Musik war er für mich ein ganz großer, er war auch mein bester Freund. Das Schlagerportal Smago. Berichtete zuvor, dass Gus Backus im Altersheim gestorben sein soll. Nun machte sein Sohn die Nachricht zur traurigen Gewissheit. In einem bayerischen Pflegeheim schloss er nach langer, schwerer Krankheit für immer die Augen. Erfolgreicher Sänger und Schauspieler. Gus Backus wurde am 12. September 1937 auf Long Island im US-Bundesstaat New York geboren. "1957 kam er durch die Army nach Deutschland. Wo er eine Band gründete und sich schließlich als Solokünstler bei der Plattenfirma Polydor bewarb. Er bekam einen Vertrag und veröffentlichte zahlreiche Songs, meist auf Deutsch. 1960 erlangte Gus Backus durch die Lieder Brauner Bär und Weiße Taube sowie Da sprach der alte Häuptling der Indianer große Berühmtheit. Ein besonders bekannter Hit von ihm ist auch Der Mann im Mond. Dieser Song landete 1961 sogar auf Platz 1 der deutschen Charts. Zudem spielte er auch immer wieder in Filmen mit. In den 70ern verließ er seine Familie, ging zurück in die USA, soll dort auf Ölfeldern in Texas gearbeitet haben. Hierzulande galt er damals als verschollen. Ein Jahrzehnt später kam der vierfache Vater jedoch zurück, die großen Erfolge blieben dann allerdings aus. Er lebt nahe München.